Hey. Hey, Conny, ich bin zu Hause. Schatz. Hä, was ist denn so dreckig? Schatz? Oh mein Gott, Schatz! Schatz, hey! Justus, Behrens hier. Ich bin hier gerade nach Hause gekommen. Meine Freundin liegt hier in der Küche bewusstlos. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Sie bewegt sich nicht. Ja, sie atmet noch, aber sie reagiert halt überhaupt nicht auf mich. Ja, die Schmalstraße 25. Bis gleich, danke. Tschüss. Alter, was ist das denn jetzt? Junge, Junge. Ey! Justus ist nicht nur in großer Sorge um seine Freundin. Der 29-Jährige hat keinen Schimmer, um wen es sich bei dem jungen Mann handelt, der bewusstlos vor dem Küchenfenster liegt. Während er händeringend auf die Hilfe für Cornelia wartet, trifft der Rettungsdienst ein. Doch die Sanitäter wissen bislang nur von einer verletzten Person. Hallo, ey, guck mal. Rettungsdienst. Was ist denn mit dem los? Ja. Guck mal, da liegt ein Messer, fliegt das mal auf Seite. Oh je. Hallo. Mal hier oben drauf. Hey. Kollege, mach mal die Augen auf. Der Kopf platziert. Oh mein Gott! Liegt schon, guck mal den Rucksack noch mit drüben. Oh mein Gott, das ist mein Sohn. Warum liegt Hallo. Was ist passiert? Hallo. Wie, das ist Ihr Sohn? Ich habe Sie angerufen wegen meiner Frau. Die liegt drin. Kommen Sie bitte mit. Ist da noch jemand? Meine Frau liegt drin. Kommen Sie jetzt. Komm. Ja, ja. Ich bin davon ausgegangen, mein Sohn wäre bei seiner Freundin. Und dann bekomme ich plötzlich einen Anruf. Man hätte Steffen hier verletzt aufgefunden. Was macht er bitte hier? Das ist ein fremdes Haus. Und wieso ist da ein Messer? Und wieso ist er so verletzt? Was ist hier eigentlich los? Hier, Lise. Also ich weiß nicht, was mit ihr ist. Ich habe sie so vorgefunden. Okay. Sie atmet halt noch, aber... Hallo, der Rettungsdienst. Hallo. Mach mal die Augen auf. Guck mal, sie reagiert ja schon ein bisschen. Also hier blutet er am Bein. Und er hat wohl auch eine Kopfverletzung, wie ich das hier mitbekomme. Ja, warte mal. Drei Pferde mit drei kommen, bitte. Der Rettungsdienst. Einmal die Äuglein aufmachen. Kommst du klar? Ah, sehr gut. Ja, bis jetzt, ich hab schon zwei Pferde gerufen. Ja, das war schon mal sehr gut. Danke. Ja, das müssen Sie mir sagen. Erzählen Sie mal, was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin weggekippt. Ja. Warum? Ich hab so Angst gehabt. Weil warum? Ich hab jemanden am Fenster gesehen und... Die Patientin in der Küche, die war ansprechbar gewesen auf meine Schmerzreize, die ich setzen konnte, hat sie reagiert. Was vorgefallen ist genau, konnte mir niemand da sagen. Das Einzige, was sehr komisch war, hier waren Fußspuren. Ich weiß auch nicht, warum sie so leicht gekleidet ist und der Typ draußen die Hose runter hat. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Sie sieht sowas schon mal an, aber halt selten halt. Ich weiß jetzt nicht, warum. Was ist denn mit seiner Hose? Haben Sie ihn hier aufgemacht und ausgezogen? Nein. Aber warum reagiert er denn nicht? Hier ist auch noch ein Zettel. Ich weiß nicht. Gucken Sie mal. Eine Liebe für Frau Müller? Wer ist denn Frau Müller? Ein Sturz mit heruntergelassener Hose? Ein Liebesbrief in der Hand? Also für mich sieht das so aus, als wäre er irgendwie in flagranti von einem Freund dieser Frau Müller erwischt worden und ist deswegen aus dem Fenster gesprungen. Aber was hat es jetzt mit dem Messer auf sich? Gucken Sie mich mal an. Ganz ruhig. Okay? Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Was haben Sie gemacht? Was ist mit dem Messer hier? Ein Kollege von dir ist schon drin, meine Freundin liegt da drin. Hallo? Eine sexuelle Belästigung, eine mögliche Affäre von Cornelia oder ein Einbruch. Niemand kann sagen, was sich hier abgespielt hat. Als Katharina allerdings einen Blick auf Justus' Freundin werfen kann, zeigt sich, dass es offenbar eine Verbindung zwischen den beiden Patienten gibt. Also was mit dem Typen ist, jetzt weiß ich echt nicht, ey. Was hat der jetzt eigentlich hier zu tun? Keine Ahnung. Das ist ja nicht ansprechbar. Wir haben nur einen Zettel gefunden. Die Liebe für Frau Müller. Ja, was soll denn das bedeuten? Ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, was der hier zu tun hat. Die Frau kenne ich. Ja, woher? Das ist Frau Müller aus der Schule. Als ich die Frau dann gesehen habe, war mir klar, um welche Frau Müller es sich hier handelte. Die Mathe-Referendarin meines Sohnes. Und mein Sohn ist eine Katastrophe in Mathe. Ja, da ging mir alles Mögliche durch den Kopf. Hat er mit ihr eine Affäre angefangen? Oder hat er sie möglicherweise sogar bedroht? Was hat das mit diesem Messer auf sich?
meine Freundin geht nicht fremd. Also, außerdem mit so einem kleinen Männchen da. Ja, das also sieht echt für mich anders aus. Wenn doch, dann kannst die du hat was ihn bestimmt bedrohen wollen. Das ist erst guten Tag, die Polizei. Wer hat uns denn gerufen? Ich habe euch nachalarmieren lassen. Wir haben zwei Patienten hier. Das Ganze ist also für mich jetzt ein bisschen unklar. Wir wurden vom Rettungsdienst nachbestellt, weil hier zwei verletzte Personen vor Ort waren und die Sachlage relativ unklar. Wir haben hier zuerst den Verdacht gehabt, dass es sich vielleicht um eine Affäre zwischen der Referendarin und ihrem Schüler handeln konnte. Da sind auch noch Fußspuren. Ne? Fußspuren? Ja, das ist ungefähr meine Größe oder so. Ich habe nicht genau. Wo sind die genau? Die sind in der Küche, genau neben der Patientin gewesen. Wir haben jetzt Folgendes vor. Wir gehen erstmal in die Wohnung, schauen uns mal die Spurenlage vor Ort an. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal mit der guten Frau zu sprechen. Richtig. Weil wenn du sagst, da sind noch Spuren drin, kann es ja sein, dass da tatsächlich noch jemand im Umfeld auch noch ist. Ne? Wir müssen eh erst mal gucken, was hier Phase ist. Wir machen erst mal den ersten Angriff hier. Ich denke, das werden dann die Spuren sein. Hier vorne siehst du doch schon. Warte. Ja, aber Moment. Schau mal. Die Spuren, die zeigen hier nach innen. Interessant, ne? Da muss von außen jemand reingekommen sein. Das Problem ist aber, dass der jetzt da im RTW liegt, ja hier unten aufgefunden worden ist. Das heißt, wenn er das Haus verlässt. Nach Hinweis durch den Rettungsdienst konnten wir in der Küche Fußspuren feststellen, die augenscheinlich vom Fenster ins Gebäude führten. Was uns natürlich vor die Frage stellte, ob sich eine weitere Person im Gebäude befindet, die eventuell hier mit der Situation zu tun haben könnte. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt erstmal das Haus ab. Machen wir erstmal die Parterre und dann oben unten. Die Beamten durchsuchen das gesamte Haus nach einem möglicherweise flüchtigen Täter. Leider erfolglos. Draußen erhält Katharina unterdessen eine Nachricht, die eine Affäre zwischen der Referendarin und ihrem Schüler immer wahrscheinlicher werden lässt. Ich hätte da eine Information für Sie. Die Nachricht ist gerade gekommen. Das ist die Freundin meines Sohnes, die schreibt: Hey, du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Steffen hat das Abi in der Tasche. Wie kann man denn sich so sicher sein, dass jemand das Abi in der Tasche hat, wenn die Prüfungen noch lange nicht anstehen? Ja, eventuell, wenn man was mit seiner Lehrerin hat. Ach so, Blödsinn, das wird sie nie machen. Ich störe total ungern. Wir wären abfahrbereit. Ja. Die gute Frau ist ein bisschen aufgeklärt, kann gedämmert was mit euch reden, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Aber ja, sonst sind wir jetzt weg. Würde ich sie gerade gerne mal befragen. Es verwirrt mich alles, diese ganze Situation, was das hier los ist. Hat sie ihn erpresst? Hat er sie irgendwie unter Druck gesetzt, um durchs Abi zu kommen? War das Ganze vielleicht eine einvernehmliche Liebesgeschichte? Aber egal was es ist, solange der Mann oder Freund von dieser Frau Müller hier rumturnt, wird sie uns auf gar keinen Fall die Wahrheit sagen. Und so wie es ja jetzt aussieht, hat die Polizei noch eine dritte Person hier festgestellt. Irgendwie waren ja da Fußspuren im Haus. Also keine Ahnung, was hier los ist. Polizei Köln, Frau Müller, können Sie mir vielleicht sagen, was jetzt im Haus passiert ist? Ich habe jemanden am Fenster gesehen mit, ich glaube, einem Messer. Mit einem Messer? Das hatte sie uns eben auch schon gesagt, wie sie drin auf dem Boden lag. Messer. Dass sie sich da irgendwie erschrocken hat oder was? Ich habe so Panik bekommen, weil ich doch schon mal überfallen worden bin. Okay. Hm. Aber sonst können Sie nichts sagen. Haben Sie irgendwie eine Personenbeschreibung von der Person, die Sie da vom Fenster gesehen haben oder Ähnliches? Nein, gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass das Fenster auf ist. Und ich habe so Panik bekommen und bin weggekippt. Wir hatten bei der jungen Frau die ganze Zeit den Verdacht, dass sie vielleicht in der Vergangenheit schon mal irgendeine schlechte Situation erlebt hat. Dass es einfach eine psychosomatische Synkope war, die sie da hatte. Das heißt, dass sie einfach nur vor Schreck mehr oder weniger in sich zusammengesackt ist und dann noch nicht ansprechbar war. Wir hätten eigentlich so einer Situation auch den Notarzt dazu bestellen können. Wir waren aber relativ zügig hier unterwegs, haben sie mit Flüssigkeit versorgt. Und da sie auch wieder gut zu sich gekommen ist, haben wir uns das hier gespart. Können Sie mir dann irgendwas sagen, was Sie mit dem Steffen Giesberg zu tun haben? Das ist mein Schüler. Wir hatten heute eine Diskussion und er hat mich gehört und dann habe ich ihm das Handy weggenommen. Aber was macht denn der Steffen jetzt hier? Ja, das ist eine gute Frage. Sie haben da auch kein Verhältnis mit dem Herrn oder Nein, sonst irgendwas? Nein, um Gottes Willen, doch nicht mit meinen Schüler. Alles gut. Das war abfahren. Ja, wir hauen jetzt ab. Da auch der zweite Rettungswagen Richtung Krankenhaus aufbrechen will, sammelt Katharina die Sachen ihres Sohnes ein. Dabei fällt der 42-Jährigen auf, dass das Handy des Schülers fehlt. Als die besorgte Mutter die Nummer wählt, nimmt der Einsatz eine unerwartete Wendung. Ja, jetzt bin ich weggedrückt worden. Und mein Sohn liegt im RTW. Max, kommst du mal bitte?
Sie hat jetzt gerade gesagt, sie hat versucht ihren Sohn anzurufen, wird aber weggedrückt. Und die Geräusche hier, wenn es klingelt, das hören wir ganz eindeutig, kommt hier aus dem hinteren Bereich. Okay, das Messer liegt noch hier auf der Fensterbank, müssen aufpassen. Das müssen wir gleich auch noch sicherstellen. Aber dann würde ich sagen, gehen wir da erstmal gucken. Ja, dann gehen wir da mal schauen. Kommen wir hier hinten in den hinteren Bereich rein? Klar, hier geht's in den Garten. Okay, dann bleiben Sie aber bitte zurück. Okay. Links geht's in den Garten und rechts ist Terrasse. Rechts ist Terrasse. Stehen! Junge, was stimmt denn mit dir nicht? Und zur Seite, Knie anwinkeln. Von und nach oben. Mein Gott. Und nach oben. So, wer sind Sie? Malte. Weiter. Was machen Sie hier? Mein Bein tut weh. Ja, dann gehen wir mal nach vorne, komm. Vielleicht kennt ihn ja da einer. Ich habe aber nichts gemacht. Wer ist das denn jetzt? Kennt denn hier einer von Ihnen? Hier. Mama, das ist mein anderer Sohn. Was haben Sie denn hier? Den Bogen überspannt hat sie dann wirklich, als mein zweiter Sohn hier auch noch gefunden wurde. Ja, also, was ist denn jetzt hier los? Haben die sich abgesprochen? Haben die hier irgendeine gemeinsame Sache mit der Frau Müller gemacht? Dein großer Bruder liegt im RTW. Was machst du hier? Ich weiß nicht mal, dass er hier war. Ist das Handy von Ihrem Sohn? Was machst du damit? Mann, ich habe doch nichts gemacht. Aber wenn Sie nichts gemacht haben, warum laufen Sie weg dann? Das macht doch nicht viel Sinn. Ja, ich habe einen Schock bekommen. Ich habe vorhin auf einmal irgendwie ein Boom, Kabuff gehört. Und dann habe ich mich in dem Garten versteckt. Aber was machst du hier? Mann, die bescheuerte Referendarin hat Steffens Handy genommen. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Auf dem Handy ist ein mega entblößendes Video von mir, was mein toller Bruder von mir gedreht hat. Und damit hat er mich erpresst. Wie kommst du jetzt an das Handy? Ja, ich bin eingebrochen in das Haus. Oh Gott. Also um das jetzt nochmal für mich hier klarzustellen. Sie sind jetzt eingebrochen, um das Handy wieder an sich zu nehmen? Genau. Er hat halt von mir ein entblößendes Video gemacht und das wollte er auf der Abschlussfeier abspielen. Das heißt, die Nachricht, die ich eben bekommen habe, ich solle mir keine Sorgen machen, sein Abitur sei sicher. Hat das etwas mit dir zu tun? Ja, er wollte, dass ich ihm sein Abitur fertig mache. Und dafür wird er das Video halt nicht auf dem Abschluss abspielen. Was meinte Malte mit bloßstellenden Videos? Also das klingt ja wirklich irgendwie abartig. Ich muss mit den beiden unbedingt gleich sprechen, um herauszufinden, was da los ist. Warum war dein Bruder jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was mit ihm war. Als ich hier angekommen bin, war hier keiner. Ich wollte mir einfach nur dieses Handy holen und das war's. Ich möchte gerne noch was sagen. Ja, klar, ein bisschen auch. Ja? Alles gut. Mama? Mach die Wahrheit. Mama? Ja? Ich wollte einfach nur das Handy wiederholen von meiner Referendarin. Ja? Und ich habe da einfach ans Auto gepinkelt und wollte die Reifen platt stechen. Was? Aber ich wusste auch nicht, dass das alles hier so schlimm wird. Und dann? Ist sie gestolpert oder? Dann bin ich über den Blumenkübel gestolpert. Ach so. Und bin mit dem Kopf auf die Pflastersteine geknallt. Ach du Schande. Und mit dem Messer? Ich meine, woher kommt deine Verletzung am Knie? Ich habe mich geschnitten. Bist du reingefallen oder was? Oder? Nein, wo ich die Reifen plattstechen wollte. Ah, okay. Also ganz ehrlich, nach so einer Aktion wie heute denkt man sich wirklich, die Kinder könnte man zur Adoption freigeben. Aber mal Spaß beiseite. Was haben die sich dabei gedacht? Und was hat ihnen das jetzt eingebracht? Der eine ist verletzt im Krankenhaus, war minutenlang nicht ansprechbar. Beide werden Strafen bekommen, möglicherweise Sozialstunden. Was sollte der ganze Mist? Für was? Also, das wird auf jeden Fall noch ein paar klärende Gespräche geben. Ich würde da gerade gerne mal einhaken. Können Sie mal gerade rauskommen? Na klar. Was hat er? So, jetzt noch mal, um das zusammenzufassen. Also, er ist hier hingekommen, weil er die Reifen von der Lehrerin zerstechen wollte und ist da über einen Blumenkübel gefahren. Genau. Richtig. Also haben wir jetzt erstmal hier einen Unfall. Genau, er hat gegen das Auto noch gepinkelt und ist, weil er über den Blumenkübel gestolpert ist, hat er sich die Verletzung gezogen. Ja, gut, dann müssen wir später prüfen, ob er schon Straftatbestände verwirklicht hat. Ich würde jetzt sagen, dann fahrt ihr erstmal mit ihm ins Krankenhaus. Mhm. Alles Weitere, was ihn jetzt betrifft, machen wir dann im Nachgang. Okay. Wie das Strafmaß im Endeffekt aussieht, das muss ein Richter entscheiden. Wir sind als Polizei nur da, um den Sachverhalt aufzunehmen.
Die verletzten Brüder konnten das Krankenhaus bereits nach wenigen Tagen verlassen. Referendarin Cornelia hat mittlerweile eine Therapie begonnen, um die posttraumatische Belastungsstörung zu überwinden. Seitdem sind keine Ohnmachtsanfälle mehr aufgetreten. Steffen muss wegen Nötigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen 60 Sozialstunden ableisten. Sein Bruder Malte wurde zu 8 Sozialstunden wegen Hausfriedensbruch verurteilt.